Wir machen weiter mit der Weltarena. Lief letztes Mal ganz gut, wird es nicht immer so laufen, wird jetzt genau andersrum laufen. Moulin und Verde. Okay, interessant. Ich bin verwirrt. Ein bisschen verwirrt bin ich schon. Wir nehmen Colonel erstmal rein und nehmen wir Annabelle. Gianna ist nicht gut. Ist zu früh. Ah, Leo Verde. Aha. Da ist der Hase. Jetzt hat damit schon wieder Kacke. Ja, wir nehmen noch Chongpong. Vielleicht bann ich doch den Verde. Ich bin zwar sehr Air-Damage-lastig. Tetra, okay. Ja, ich bann den Verde. Er bann den Oliver. So, du machst halt erstmal nicht so viel. Das Problem ist nur, dass mein Schaden sehr drunter leidet. Aber du hast auch keinen Strip. Außer Moulin. Bist du ein Autospieler? Oder what? Okay, wir schauen mal. Oh, du bist vorher dran. Krass. Okay, schnell. Schnell. Oh, not bad. Das ist kein Autospieler. Okay. Erstes Target Moulin, auch wenn er jetzt meine Gianna gesniped hat, der Sack. Alter, der hat Bock, ey. Okay. Alter. Not bad. Achso, diese Qualstats. Das sind nicht schlecht. Die hat die Bubble draußen, theoretisch. So, ja, sie kann. Ich hasse Rileys. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Rileys hasse? Das RIP wegen Riley. Aber was halt... Ja gut, dass sie so fast sind, hätte ich nicht gedacht. Oder waren die auf Nemesis? Nee, waren die auf Nemesis? War der auf Nemesis? Der war nicht auf Nemesis, oder? Müssen wir aber jetzt nicht in die Länge ziehen, komm. Kein Bock jetzt, Kämpfer zu haben, die jetzt 3 Jahre dauern. Aber Leo Verde hasse ich generell. Ich habe unterschätzt, dass sie so fast ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Moulin und so schnell ist. Ja, und die Tetra. Der Moulin war nicht auf Nemesis. Der war auf Vamp Wille. Die Tetra war auf Nemesis. Und deswegen hat sie dazwischen gecuttet. Dadurch konnte sie den Moulin rausholen. Und dann kam der Moulin ran. Und da hätte ich nicht gedacht. Weil mein Chongpong ist jetzt auch nicht so slow, meine ich. Ja. Na, also der war schon gut fast, sage ich mal. Er hat ein Speedlead. Marsha könnte schnell. Daphnis könnte Swift Daphnis sein. Ich habe 33. Also entweder bannt er den. Okay. Ja, okay. Nee, ich bleib bei Marsha wahrscheinlich. Ja. Okay, er bannt die Edna. Okay. Ich denke, das ist okay. Wir werden den Daphnis wegkriegen. Und das ist erstmal mein erstes Ziel. Ich hoffe, dass wir den wegkriegen. Aber wenn er jetzt... außer er ist mega tanky oder... Er kann auch auf Nemesis sein. Da muss ich auch aufpassen. Er könnte auch eine Nemesis-Trap sein. Aber wir schauen einfach mal. Ich werde ihn jetzt mal hitten und dann schauen wir einfach mal. Yep, ist er. Okay. Er ist auf Nemesis. Okay. Ist das ein Problem? Ist es schon ein bisschen kacke? Aber ich versuch's trotzdem. Das wird nicht reichen, leider. Nope. Der wird ihn snipen, das war abzusehen. Aber was soll ich machen? Das ist aber okay, denke ich. Aber wir schauen mal. Okay, man kann stun, falls er auf Dings ist. Weiß ich ja nicht. Ja, jetzt kommt er hier. Ah, der Heal. Ja, nämlich. Ja, kacke. Ah, der Strip. Da wäre Gianna. Ich war am Überlegen, Gianna zu nehmen. Und dann dachte ich mir, nee, keine Gianna. Ja, das Strip, da komme ich gar nicht mehr durch. Ah, fuck. Ja, nee. Aber was ist das schnell? Also bis jetzt ist da noch nichts schnell. Wenn er... Oh, das ist uncool. Ich bann nicht den. Ich bann den, glaube ich. Oder sie. Die ist auch belassen. Was hat die für ein Lead? Hatte die Rest-Lead. Ja, auf Rest habe ich gar keinen Bock, Alter. Der hat E2 Speed-Leads, das ist egal. Chongpong? Ja, ich bann die, Alter. Okay. Chongpong erster Target und dann hoffen, dass wir den Rest ein bisschen kontrolliert bekommen. Aber der Rest-Lead da, nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Wie viel ACC hat die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. 41. Ja, und dann Add Damage so ein bisschen. Ja. Okay, wir schauen mal. So, wenn der mich jetzt outspeedet, dann Respekt. Aber, nee. Okay. Das hätte mich aber auch ein bisschen gewundert. Kriegen wir... Okay, das kriegen wir hin. Ja, wir gehen da drauf. Vielleicht ist dann mal den Moor. Nö, aber ein Slow, aber der wäre jetzt eh dran gekommen, daher egal. Uff, diese Stunts, Alter. Okay, krass. Okay, der geht ja auf Verde, das ist ja abzusehen. Aber die Passive ist drauf. Oh, geht der nicht? Oh, der will. Ah, der will spreaden. Ja, klar. Logisch. Jupp.
Also wenn Edna nicht prockt oder ähnliches, dann ist RIP. Keiner. Cool. Jo. Also er muss nur procken und er würde 2 Units wegkriegen. Der würde jetzt im Beißen töten. Okay, er prockt nicht. Hätte jetzt mit gerechnet. Oh, ja, ist RIP. Yep. Könnten Inob-Bann picken, aber ich weiß nicht, will ich Moor picken, Bann irgendwie? Ich glaube, ich pick noch die Edna. Das tut so ein bisschen abschrecken, die Edna, weil die ist nicht bei mir nicht schnell. Ja, jetzt pickt er den Douglas, aber das ist mir eigentlich egal. Soll er ihn... Oh, mein Gott, lasst mich... So, oh, mein Gott. Schuh, nee, Kabel, glaube ich. Okay, also wenn wir das verlieren, weiß ich nicht. Der Amdu hat, ja, der könnte dazwischen cutten, das ist ein bisschen belastend. Und wenn er gut dazwischen funkt, ist halt schon ätzend. Die Frage ist, ob ich das machen will, wegen dem Moor. Wenn der mich hart hittet, ist echt schon belastend, Alter. Egal, let's go. Wie sind wir zu YOLO unterwegs? Ich sehe schon, ich bin zu YOLO unterwegs. Okay, puh. Schwein gehabt. Okay, keinen guten bitte Qual. Danke. Das habe ich noch nie eingesetzt, den Skill. Let's go. Oh, ich habe ihn gekillt. Ach so, man kann ihn... Ach so, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ich habe den noch nie benutzt, den Skill. Den Robo-Skill noch nie benutzt. Krass. Okay, man kann sich aussuchen, wen man haben will. Krass, okay. Na? Ich weiß nicht, ob jetzt Gianna oder Chongpong besser wäre. Ich habe das Gefühl, dass Chongpong besser wäre und vielleicht Rakuni-Bann oder Gianna picken und Shizuka-Bann, aber das ergibt auch keinen Sinn mit den Rakuni-Kali. Ah, ich glaube, da wäre jetzt... Er wird mir wahrscheinlich Oliver bannen. Da bin ich mir fast sicher, dass er mir den Oliver bannen möchte. Oder ich versuche jetzt mit Werde zu gehen und schneller zu sein. Aber der Belzebub ist ein Problem. Da muss ich ich muss den Belzebub bannen. Let's go. Ist er nicht. Ah, warte mal. Shizuka kann trotzdem... Egal. Wartet mal. Ich snipe den jetzt erstmal raus. Ich meine, ja, das Ding ist, die Shizuka kann die wiederholen. Und sie kann dann eins von dem Zeug da machen. Ne, das ist... Das ist klar. Ist sehr restlastig. Sehr schön für ihn. So. Die Wille muss da weg. Ich weiß nicht, ob er jetzt den dritten macht. Instant. Oder ob er sie jetzt wieder beholt. Den Skill macht. Dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay, sie macht da... okay. Ah, okay. Sie prockt. Natürlich wusste der, dass er prockt. Ah, logisch. Okay, ich lebe noch. Ja. Aber ich habe keinen Healer. Also auf Dauer mache ich das auch nicht. Oh, okay. Er spielt sehr viel mit Shizuka. Also um Shizuka. Ne, ihr wisst, was ich meine. Shizuka ist so sein Ding. Ja, das ist eigentlich egal. Jupp, das ist restlastig, war abzusehen. Das werde ich jetzt machen. Weil ich sowieso dead bin. Und ich habe resisted. Ah, er hat resisted. Ja, resistant. Schon Deathbreak. Krieg ich. Kriegen wir Provo. Nope. Kriegen wir den nochmal gecycelt? Nee, ne? Nee. Oh, kein K. Oh, no. Oh, no. Okay. Den Rakuni cyclen wir nicht. Ich weiß auch nicht, wie weit er mit dem Reckless ist. Ich brauche den Reckless. Ah, shit. Der ist ready. Ah, für die Buffs jetzt. Yep. Ah, okay. Sind aber nur die Buffs. Sind wir gar nicht. Okay. Oh, mein Gott. Hör doch mal auf, den zu stunnen, Junge. Richtig ätzend, ey. Ist ja richtig ätzend. Wer ist danach dran? Rakuni ist erst dran danach. Oh, ist ja hart nervig. Gyu kommt nochmal vorher dran. Er wird wieder die... Ah, die kommen auch vorher dran. Ach so. Ja, gut. Der hat aber alles drauf. Hat die einen dritten ready? Nee. Okay. Die Gyu... Alle kommen vorher dran. Naja, alle. Der hat aber... Nee, hat er nicht. Hat er den zweiten gemacht? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ha. Okay, Gyu Pro, ja, ist dann wieder Molong. Immer so. Los, let's go, do it. Yep. Okay, kein Stun, aber Karma. So, jetzt bin ich dran. Ja, ja. Gegenangriff, ja. Gut. Erst mit dem dritten ready. Kriegen wir die Gyu weg? No. Oh mein, oh, Rakuni Stun ist okay. Und wir kommen nochmal vorher dran mit Werde, außer sie stunt den jetzt aus irgendwie, keine Ahnung. Außer die stunt den jetzt irgendwie. Nope. Das werde ich jetzt machen. Für den Damage.
Oh, sie kommt vorher nochmal dran, Alter. Oh mein Gott, 2 Runden unbesiegbar. Oh, geil, Alter. Oh, ist das geil. Oh, tschüss, Werde. Ja, der Ba... Oh, doch nicht. Oh, wow, krass. Okay. Dafür, dass ein Oliver so gar nichts ausgemacht hat. Junge, Junge. Okay. Reicht der Schaden? Nee, ne? Außer ich komm nochmal... Na, ist der mit... Nee, der ist komplett nicht ready. Auf keinen Fall. Der ist auf keinen Fall ready. Ja, jetzt wird's lustig. Reicht der Reckless? Die ist immer noch nicht ready. Auch nicht mit dem dritten. Auf keinen Fall. Mit dem zweiten auch noch nicht, außer sie prockt. Dann könnte sie mit dem zweiten ready sein. Weiß ich nicht. Die brauchen Prock. Oh, da ist es ready. Was? Okay, krass. Ist er jetzt ready mit dem dritten? Nee. Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Reckless reicht, oder? Ja, okay. Boah, was war das denn für ein Spektakel mit dieser Kack-Shizuka, Alter? Wow, okay. Okay, ich bin durch. Das war mir too much, Alter. Haut rein. Tschüss.